Zeit für ein FassFanTV-Blog. Diesmal nach dem 6:5-Sieg der Akademiker gegen Wild Boys aus Chemnitz, nämlich den Patrick Czajka. 2 Tore und ein Assist von ihm. Heute war ein harter Stück Arbeit mit so vielen Spielern, die jetzt nicht da waren. Ja, das stimmt richtig. Wir haben von Anfang an gut gespielt, haben zwischendurch ein bisschen die Orientierung verloren, aber wir sind auch froh, dass wir halt die Leute aus der DNL oder auch aus der zweiten Liga eben in den Einsatz bekommen haben. Und ja, war gut, dass wir die Unterstützung hatten und haben dann wenig auf den Schuss verändert. War es denn schwer, wenn man denkt, dass man nur 3 regulären Verteidiger im Aufgebot hatte? Also der eine oder andere Stürmer musste in der D aushelfen. War das ein Problem, als wir das am Anfang gespielt? Ich denke, die Jungs, die jetzt eigentlich Stürmer spielen und Verteidiger gespielt haben, haben es gut gemacht. Klar sind da halt ein bisschen ein paar Unstimmigkeiten, aber wie gesagt, das sind angesehene Spieler und dafür, dass wir eigentlich nicht so oft mal Verteidiger spielen. Okay, es gab so eine kuriose Debütant heute aus Sicht von FassFanTV Berlin, nämlich Hannes Albrecht, der eigentlich für den ETC Chemnitz in der zweiten Bundesliga spielt. Heute erstes Spiel, bei keinem Training mitgemacht, schießt auch den sehr, sehr wichtigen 5:5-Treffer. Wie war er denn drauf? Ja, also wie gesagt, man hat schon gesehen, dass er halt schon in der zweiten Bundesliga gespielt hat, hat Tempo mit reingebracht, hat dann die Alten, so wie Fabio Patschik, dann halt auch ein bisschen das Tempo reingebracht. Und nein, wie gesagt, wir sind froh, dass er da war, hat gut gespielt, hat den Game-Winner gemacht und wir freuen uns, dass er uns den krassen Spiel auf Krimischau schickt. Wenn Krimischau gutes Spiel hat, mal abgesehen davon. Okay, am 30.12. ist das nächste Spiel, das ist auch zu Hause, das ist gegen unseren Stadtrivalen ICC Preußen. Letztes Spiel war, naja, knapp verloren, die Gemüter wurden erhitzt. Jetzt ist der Showdown, macht das Fass voll. Was können wir von den Jungs erwarten? Definitiv, wir sind alle heiß und die Gemüter sind immer noch erhitzt. Und wir haben noch eine Rechnung zu begleichen mit dem ECC. Und wir konzentrieren uns jetzt voll auf den Leitesten und ja, hoffe, dass wir die 3 Punkte holen. Und wir sind dann bereit. Dankeschön, Patrick Czajka. Das war die Videoblog für FassFanTV Berlin. Diesmal aus der Umkleidekabine. Wir machen jetzt Schluss, weil ansonsten wimmelt es hier von halbnackten Eishockeyspielen.